Servus, Salve und Hallo. Heute ist der 27. Jänner und wir haben 17.34 Uhr. Der DAX rechnet jetzt auch seinen Schlusskurs, den kriegen wir gleich auch noch rein, auf Xetra-Basis. Aber was eine Woche, meine Güte. Also das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt kennt wahrscheinlich jeder von euch den Namen GameStop. Ich hatte den vorher gehört mit Game Shops und so. Ja, ich wusste, was das war, aber ich gebe jetzt mal keine Idee aus, was diese Aktie machen könnte. Ich finde es nur einfach very, very strange, muss ich ja sagen. Aber da gibt es ein paar von diesen Sachen. iRobot von 100 auf 200 in 5 Tagen. Airbnb von 130 auf 180. TikTok 400% plus bei der Emission. Also irgendwie reicht's da. Dann haben wir Vata, stiegen von 110 auf 170. Warum? Weil da steht auch der Melvin Short oder der Melvin Hedgefonds steht dahinter und die hatten 4%, das sind 1,6 Millionen Aktien. Ja, dem Jungen geht es nicht so gut. Also der wird jetzt mal richtig gegrillt. Das tut mir sehr leid für ihn. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, wer das ist, aber das braucht ja kein Mensch. Also so, der verliert Milliarden. Also schlicht Milliarden und in Vata sind es 1,6 Millionen Aktien. Das ist eine heftige Woche gewesen, die uns alle hier, also zumindest jene, ich bin jetzt 55 Jahre alt, jene von euch, die den neuen Markt miterlebt haben, also da gehen alle Lampen an. Ich handle seit dem 16. September 1987 und ich habe auch richtige Crashs erlebt. Ja. Das war im Oktober 87, ja, Dow Jones mal 25% runter in einer Sitzung, das war mal nicht verkehrt. Das sowas erwarte ich hier nicht, aber mich erinnern hier verschiedene Kurse und das Marktverhalten an den neuen Markt Ende der 90er. Finde ich also sehr, sehr merkwürdig. Seinerzeit war eine Mobilcom zum Beispiel höher bewertet als die Deutsche Telekom. Und dann kommt eins hinzu, es gibt kein anderes Wort, Kaufgeilheit, Buyer Stampede, in Verbindung mit einem Short Squeeze und das ist natürlich richtig heftig. Aber gucken wir hier auf den DAX, es geht hier um Daily Das DAX und da gucken wir uns den mal hier ein bisschen an. Schwierig, auf den ersten Blick sehr schwierig. Eine ganz wichtige Marke, ich nenne die schon seit jetzt, glaube ich, so 4 Wochen, das ist die 13.418. Das ist dieses Gap vom 22.12. Das finde ich nicht besonders schön. Jetzt machen wir hier die Nachrichten aus. Das ist der Tageschart hier. Da ist nicht mehr wirklich irgendwas positiv, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier kurz, lang, mal schauen, kurz, was der nächste nochmal bringt. Eine komische Kerze, eine ganz, ganz komische Kerze. Und wir haben jetzt hier den 4-Stunden-Chart. Yay, yay, yay. Also von 13.600 hoch auf 13.900 Schnickschnack auf unter 13.500 und das Ganze innerhalb von wenigen Stunden. Bleibt schwierig. MACD, negativ, Stochastik, weiter negativ. Wir haben jetzt hier eine Korrektur. Diese Korrektur lief im Moment nur bis zum 38,2er Fibo-Retracement, ein bisschen drüber. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach den Tiefpunkt verbunden mit dem Hochpunkt und dann sind wir da bei 38 noch was. Wir sind gerade eben, wo handeln wir? Bei 13.654. Da sind wir dran. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Platz, weil die Technik insgesamt ist schon tief. Also hier eine 13.700 habe ich kein Problem mit. Gucken wir mal auf die Stunde. Das ist der 10er gleitende Durchschnitt, das ist der 20er gleitende Durchschnitt. Wir drehen hier über die Stunde leicht nach oben. Wir haben hier lang, kurz, kurz. In 21 Minuten ist 18 Uhr. Dann wird sich zeigen, was das für eine Kerze ist. Aber wir haben dieses Niveau hier auf Stundenbasis. Da sind wir bei 13.669. Und damit können wir durchaus kämpfen. Wenn das überboten wird, kann ich mir durchaus eine Reaktion vorstellen bis zu 13.800. Ganz grob, 13.792, aber hier der kleine Durchschnitt fällt. Ich halte das für eine ganz, ganz schwierige Börse.
Ich habe auch den einen oder anderen Long oder Short probiert. SAP war ganz gut, fand ich in Ordnung. Ich mag auch sowas wie Vonovia. Manche Dinge passen mir einfach nicht rein. Also wie zum Beispiel Airbnb, die Bewegung, die ist jetzt bewertet mit 100 und ich glaube 4 Milliarden. Zum Beispiel verglichen mit Accor, dem größten europäischen Hotelkonzern, die sind bewertet mit 7 Milliarden. Sorry, das passt hier vorne und hinten nicht. Die Sensibilität, die der Markt an den Tag legt, mit zum Beispiel einem Nasdaq, der richtig ordentlich federn lässt. Wir handeln momentan bei 13.268. Der war heute Morgen 13.600. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Mich erinnert hier so vieles an den neuen Markt. Also ich verliere hier mehr und mehr Vertrauen in die Kurse, die hier gestellt werden. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Die 13.418. Wie gesagt, dieses Gap, was wir seinerzeit hatten am 22.12., da möchte ich gerne ein bisschen drunter sein. Und zwar habe ich hier einen 13.226er gefunden, Open End scheint, von Goldman Sachs, GF8ZFW. Dieser Schein, der liegt also dann hier noch drunter. 13.326 kriege ich jetzt hier nicht so auf den Chart rauf. Warte mal, da muss ich das mal ein bisschen höher machen. 13.326, da sind wir hier ungefähr. Der kommt aber nur dann rein. Tja, eigentlich, das muss ich ganz ehrlich zugeben, nur wenn wir ein neues High machen. Tja. Wenn ihr jetzt allerdings der Meinung seid, der Markt hält hier irgendwo, ist der durchaus passend. Ja, muss ich sagen. Er passt. Er ist kurz davor. Er kostet nicht so viel. Wenn wir jetzt über Nacht hier irgendwie eine wilde Nachricht bekommen, dann passt das. Ich schaue gerade eben, wo der DAX geschlossen hat. 13.620,46. 13.620,46. Wunderbar. Dann liegt er relativ nah. Der hat einen recht hohen Hebel. Moment, wo ist er wieder? Hier, der hat einen hohen Hebel von 42 momentan. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, nee, der Freund hat hier seinen Boden gefunden. Wir haben hier bei der 13.600 haben wir schon ein ganz böses Niveau gebrochen, aber wir haben es zurückerobert. Das ist okay. Wir sind hier auf Stundenbasis. Die Bänder sind beide aufgegangen. Das obere neigt sich horizontal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Korrektur kommt, und da sind wir schon mittendrin, ist relativ hoch. Das musst du einfach sagen. Ja? Wir sind hier lang, kurz, kurz. Das passt auch auf Stundenbasis. Das ist soweit in Ordnung. Ja? Gestoppt werden muss der sofort unter der 13.450, also 25 Punkte unter dem heutigen Tief. Wenn ich mal auf den Put gucke, muss ich da gar nicht so weit weggehen. Ich habe jetzt hier einen 14.008er gesucht. Ja, das passt. 14.008er passt. Das ist auch ein 40er Hebel. Das ist die GH0G5G. Meine Güte, ist das klein heute. GH0G5G. Da sind wir also von der Basis her bei 14.008 ein bisschen hier drüber. Der muss aber gestoppt werden über der 13.932 plus 25 Punkte. Da muss er raus. Hier ist alles möglich momentan. Die Märkte drehen hohl. Ich mag es nicht. Ja. So Dinger finde ich ganz, 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 ganz gefährlich. Aber ich gebe dem Markt seine Chance. Er hat die Möglichkeit, auch nochmal zu steigen. Trotzdem, er ist nicht mehr sauber. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Manche Händler, die drehen hier richtig hohl. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.